Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier wieder zurück zum Car Mechanic Simulator 2018. Ja, es geht weiter und ihr seht, ich habe ein bisschen offscreen was gemacht. Ich habe das Steuergehäuse nochmal abgebaut und nochmal repariert und ja, okay. Es tut mir leid, Fehler erkannt. Es hat natürlich nichts damit zu tun, was hier für eine Zahl steht. Das ist der allgemeine Zustand dieses Fahrzeugs. Sondern ich muss halt am Anfang des Auftrags halt drauf gucken. Der Mindestzustand der Bauteile sein muss und beziehungsweise allgemein, es muss grün sein. Ja, also von daher, oder gelb, ja, je nachdem, was halt gefordert wird, aber in dem Fall wurde wohl grün gefordert und ich habe nur gelb geliefert. Ich denke mal, so pragmatisch kann man das jetzt ausdrücken. Deswegen war natürlich ein Fehler meinerseits, deswegen habe ich für euch jetzt dieses ganze auseinandere Prozedere kurz offscreen gemacht, dass ich euch nicht weiter damit belasten muss. Anlasser. V8, danke. So, dann hier weiter. Und hier war da. Und damit sollten wir theoretisch. Ja, ich müsste noch Öl nachfüllen. Aber dann sind wir fertig. 33.000 haben wir eingenommen, 10.000 haben wir ausgegeben. Dafür, dass es kein Kampagnenauftrag war. Respekt. Damit haben wir 20.000 plus gemacht. Aber gebe zu, das Reparieren lohnt sich in der Tat. Das lohnt sich sehr. So. Glaube zu, aber tot. Dann weg damit. Gibt zwar auch nur 100, also nur in Anführungsstrichen 172 XP, aber gut, den Müll können wir verkaufen. Scheiß auf die Zinnkerzen, ganz ehrlich. Die behalten wir. Ach, komm weg damit. Turbolader V8 bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Das kann weg, das kann weg. Das. Und das behalten wir mal. Den Turbolader V8 können wir ja damit nichts machen, oder? Ich kann das noch auf 80% und das war's dann aber auch. Aber der Turbolader ist im Eimer. Ist im Eimer, Freunde. Nein. Jawohl. So, dann nächster Auftrag. Kampagnenauftrag steht nämlich an. So, dieser Kiran ist eine limitierte Edition. Ich habe ihn schrottbillig erworben. Prüfen Sie aber bitte, ob dieser Preis tatsächlich ein Schnäppchen war oder ob der Wagen nur Schrott ist. Alles, was Sie vorfinden, sollten Sie reparieren, sodass mein Traumauto dabei entsteht. Kosten spielen hierbei keine Rolle. Das ist natürlich eine sehr angenehme Geschichte, wenn das keine Rolle spielt. Ungefähr 35%. Öl wechseln, repariere Teile der Karosserie. Salem, Kiran. Dann gehen wir erstmal da drauf hier und machen erstmal die Karosserie. Salem, Kiran. Natürlich komplett falsch geschrieben. Also Salem zwar nicht, aber Kiran. Also, okay. Salem, meine Fresse. Kiran. Wunderbärchen, was wollen sie denn haben? Linkes Rücklicht, Heckscheibe, Windschutzscheibe, vordere linke Seitenscheibe, vordere rechte Seitenscheibe, hintere linke Seitenscheibe. Erstmal linkes Rücklicht und Heckscheibe. Wir fangen erstmal da an. Linkes Rücklicht und die Heckscheibe. Dann vordere linke Seitenscheibe, vordere rechte Seitenscheibe. Vordere linke Seitenscheibe, rechte Seitenscheibe. Nö. Hintere linke Seitenscheibe und Windschutzscheibe.
Vordere, hintere linke Seitenscheibe. Alles klärchen, gut, dann. Und das hat hier sowieso per se gefehlt, auch nicht verkehrt. Von außen muss man aber sagen, sieht das Ding sehr gut aus. Also, wenn wir mal sagen, gepflegt, gepflegt. Tja, für den Rest. Einmal hier drauf. Für den Rest sieht es ja eher nicht so pralle aus. Hat man ja gerade schon am Dings gesehen. Die Karre ist natürlich nicht so modern. Wer hätte es erwartet? Gucken wir mal, was der Motorcheck sagt. 43, 43, 43. Ja, gut. Gucken wir, was der Elektronik so sagt. 2% Anlasser, 43, 43, 43, 43 ist hier ein beliebtes Motto, also ist der Anlasser schon mal im Eimer. Und gucken, was das Profil so hergibt. Und dann können wir eigentlich nur noch Benzin machen. Mhm, sage ich ja Standard und dann hier noch. Fakt ist eins, wir wissen nicht. Okay. Fakt ist eins, wir sehen, dadurch, dass wir dieses ID-Modell nicht haben, nicht, was im Motor los ist. Und kann mir aber durchaus vorstellen, dass wenn ich mir das hier so angucke, also nebenbei auch vom Fahrgestell her, dass da, naja, sagen wir es mal so, nicht mehr viel aktiv sein wird. Aber lass mal hier den Anlasser aus und gehen wir zu, war das jetzt normaler Anlasser, ich hoffe. Kostet jetzt nicht so viel, im V8er ist es nicht, ne? Und gehe aber auch mal stark davon aus, dass der Motor nicht anspringt, wer hätte es gedacht. Weil unter anderem die Batterie alle ist? Ne, ne, aber Luftfilter ist im Arsch, das ist im Arsch, alles klar. Gut, dann machen wir die Standardprozedur. Habe ich hier mittlerweile. Weg damit. Wir lassen Öl raus. Lassen Öl raus, bauen das Zeug ab und. Nehmen den Motor raus. Nein. Nein. Ich würde gerade sagen, ganz, ganz einer auf lustig heute. So, einmal bitte die Antriebswelle raus. Die halt auch nicht mehr so geil aussieht. Also von außen hui, von innen hui. Auch die Antriebswelle ist unter anderem beim Eimer. Na, angenehm. Alter, den konnte ich doch gerade hier abbauen. Verkackere mich doch nicht. Nö. Aber es lag doch noch von der Motorkammer. Tja. Also mal die Sache mit dem wieder dran bauen. So. So, dann Hallöchen, Popöchen. Sehr freundlich. Schaltgetriebe ist am Arsch. So. Flammenrohr muss auch noch ausgebaut werden. Das ist ja angenehm. Das heißt, wo endet das denn hier oder was? Also Abgaskrümmer raus.
ist von beiden Seiten. Gut. Motorsaar, folgende Ball, Flammenrohr. Das geht natürlich auch wieder nur von unten. Mein Gott, manche Wagen sind aber auch wirklich lustig. So. Danke. Kann ich jetzt von hier aus auch agieren oder was? Ne, natürlich nicht. Dankeschön. Dann einmal den Motor draufsetzen, bitte. Ja. So, dann wollen wir mal checken, was hier so geht oder halt auch nicht geht. Kann alles erst nach Demontage geprüft werden. Mit OBD-Diagnosegerät. Ja, das steht uns ja leider nicht zur Verfügung. So, Ölfilter ist schon mal weg. Die Ölwanne mag noch schleichen. Einmal bitte hier. Danke. Ja. Das scheint hier alles am Schlüssel zu passen. Sprich, so tief müssen wir gar nicht rein, was mich schon mal sehr freut. So. Dankeschön. Tja, dann ist halt immer so, hier die Zylinderkopfhaube geht klar, kann erst nach der Montage geprüft werden, okay. Also ist die Drosselklappe im Eimer, das im Eimer, und das da im Eimer, da, der, die Ansaugstutzen, Kraftstofffilter ist ebenfalls am Eimer. Weg damit, die Zylinderkopfhaube geht der wegen wiederum klar. Das passt. Der Zylinderkopf kann erst nach der Demontage geprüft werden. Das ist ziemlich schade. Um das aber abzubauen, muss das ab, für das muss das ab, für das muss das ab. Wer hätte es gedacht? Also bekommen wir das ja hier in der Mitte wenigstens schon mal alles dran lassen. Weil ich will ja wirklich nur das Steuergehäuse abhaben, um zu sehen, was hier Phase ist. Riemenspanner geht in Ordnung, der geht in Ordnung. Und der muss aber hier mal kurzerhand demontiert werden, beziehungsweise... Ich demontiere mal gerade das, weil ich will halt wissen, ob ich, wow, ja, kann halt erst nach Demontage geprüft werden. Also das sieht jetzt nicht schrecklicher aus als der andere, deswegen gehe ich jetzt einfach mal in der Annahme davon aus, dass das in Ordnung ist und nicht abgebaut werden muss, dass wir da nicht weiter drin rumfummeln, dass das Steuergehäuse hier wieder dran kann. Und der Spaß wieder dran. Und der Spaß wieder dran. So, was kann jetzt nicht geprüft werden? Diese zwei Teile. Witzig. Also kann das ja gleich wieder ab. So, die Servo. Die Servo sagt passt. Und was sagt die Wasserpumpe? Die Wasserpumpe sagt auch passt. Das ist angenehm. Gut. Ran damit. Ran damit, okay. Jetzt ist es natürlich die Frage. Zündkabel sind im Eimer. Die wurde schon so im Allgemeinen festgestellt. Das ist sehr angenehm. 43. Was hat die hier? 43. 43, 43, gut. Also die sind es auch nochmal nicht, aber es ist schon mal Zündkabel.
Das ist jedenfalls schon mal gut zu wissen. Gibt's das auf der anderen Seite auch? Nein. Okay, also brauchen wir Zündkabel R4, ist halt, schieß mich tot. Kann ich ja was reparieren. Ja, ist auch nicht vonnöten. Sehr gut, also brauchen wir einmal Zündkabel R4. Obala, Entschuldigung. Zündkabel. Genau das da. So, dann kann die Zylinderkopfhaube auch wieder dran. So, die Ansaugstutzen, die konnte man nicht reparieren. Nee, schade. Na ja, gut. Ansaugstutzen R4 MPI. Ansaugstutzen MPI haben wir hier. Sehr gut. Drosselklappe R4. Drosselklappe R4. So, ich will mal kurz sicherheitshalber mal hier abchecken. Achso, das ist ja noch nicht abgecheckt. Sieht mir aber fast so danach aus, als wäre ja, die Kupplung geht klar. Mhm. Alles klar, ist halt echt nicht geil, aber für einen Kunden reicht's. Von daher, tja, kann man dagegen wenig was sagen. Ölfilter R4 kommt wieder dran. So. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, der Motor muss komplett general überholt werden, aber sieht ja nicht mal ansatzweise so aus. So, mal unten hier die Kurbelwelle haben wir ja geprüft, das passt soweit alles. Also ziemlich, ist halt nicht ziemlich geil, aber ja, für den Herrn reicht's. Also von daher kann es uns wiederum egal sein. So, das heißt, wir checken kurzerhand ab, was mit dem Bremskraftverstärker los ist. Der Bremskraftverstärker kann so bleiben. Checken ab, was mit dem ABS-Modul ist. Sieht nämlich auch ziemlich angegangen aus. Aber auch mit 43 und 43 gehe ich da. Jawohl, passt. Also das ist halt die magische Zahl. 43. Muss nichts gemacht werden. Aber wenn wir gerade mal hier sind, kann ich den ganzen Spaß ja gerade mal testen. Ja, 4 wurde bis jetzt nicht gefunden. Ah doch, Antriebswelle. Ja, die ist ja klar. Luftfilter, Anlasser, Kraftstoffverteiler, MPI. Klar, die hat er jetzt alle noch nicht registriert. Das passt also. Nein, das passt also soweit. Man sieht hier den Luftfilter. Muss halt per se ausgetauscht werden. Das ist ja wieder Kleinkram. Hat halt alles genau 43%. Ja, da saßt halt nichts dagegen, sind halt 43%. Und dann bauen wir ihn halt wieder ein. Meine Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten. Tschüss.